Alright, here we go, yet again, into the wild Billy Yonder. Get some healing done. See if I can't buy me some antibiotics or something. Because my infection is getting me a little upset. Gotta get for playing in radiation though, you know. Very thumpy there, Preston. Damn it. I think that's all of them. Make every shot count. Did you see that? I knew it. Somebody got to die. The gunshots blow. Somebody got to die.
Come on, you fucking bastard. That's it. Wait, someone's out there. Found you. What are you gonna do with that? Cause we learn. Sweet.
Let's get this over with. Could be anything hidden in all this.
slow. That was kind of funny. Time to die! That's why. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Sie ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat sie das Zeug dazu, eine der Besten zu werden. Thanks. I promise not to let you down. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Let's just hug this out and get it over with, huh? What do you say? Du kannst sagen, was du willst, du hartes Mädchen. Es wird viel mehr als eine abgeschlossene Mission brauchen, um mich zu beeindrucken. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du, du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner, wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. That won't be a problem. Wunderbar.
Dann brauche ich keine endlose Ansprache zu halten und kann direkt zum Punkt kommen. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Thank you. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Sie weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Soldat. Hey, I'm gonna wake you up, because I'm a bitch. Get up, pig. Up. Hi. Gut. Raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? I hope I haven't offended you again. Beleidigt? Wohl kaum. Ich versuche nur, aus dir schlau zu werden. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? The Brotherhood might be the best chance I'll ever have to find my son. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Grund. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Hey, wenn Paladin Ready. Dann hör zu. Ob es dir gefällt oder nicht, eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Halen? Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? I wish we could see eye to eye. Rice versteht sich nur mit einem Menschen. Mit Rice. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. I'll just stay out of his way for now. Das wäre wohl am besten. Gib ihm Zeit. Er kommt schon noch zu Sinnen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ready. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. All right, Diamond City and drugs. Ooh.
trust me. Show your face. Come on. I dare you. Asshole. Just give up. No. What do you want? Got it. Another settlement has sent word that they need our help. Hey. Go ahead. Do you think we're ready to retake the castle? I'll think about it and get back to you. Your call. Just let me know when you're ready to pull the trigger. I just got some bad news. Super mutants raided a settlement. Maybe you can find out where those bastards are coming from and put a stop to it.
Yay. 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 Work in progress. I guess you've got your reasons. That just looks like junk to me.
Yay. Yay! Yay! I don't think we've met yet. I just wanted you to know that I'm ready to do whatever it takes to make this into a real home. Anything specific you want me to do? I'm willing to pitch in anywhere you need. Just wanted to trade a few things, of course. Okay. Hey. What? Do you think we're ready to retake the castle? I'll think about it and get back to you. Your call. Just let me know when you're ready to pull the trigger. There's another settlement that needs our help. I hope you can get to them quickly. We need to show people that the Minutemen are back. Here's where they are. I hope you can help them. We've got to show people they can count on the Minutemen again. Hey. I'm listening. Heads up. Pointed out. Hey there. Do you think we're ready to retake the castle? I'll think about it and get back to you. Your call. Just let me know when you're ready to pull the trigger. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime,
make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. I guess you've got your reasons, but that just looks like junk to me. Because you lack imagination. Looking for Diamond City? Just follow the sign. Came from across the Charles? Long hike. Let's see what you got. The highest quality available.
Hey, you were in the paper, right? You're 200 years old. Looking pretty good for your age, huh? Hi there. You can order drinks and food. Hey, you're that vault. You look a little roughed up. Talk to Doc Crocker. Doctor. Let's get you examined right away. Time is not on the side of the surgeon. Yeah. Take a look at me, Doc. Tell me your symptoms. Just hurt all over. You look fine, but... Oh, wait. Yeah, that's gonna need to be set back in place. Let's get started. Done. Now, was there anything else bothering you? No other complaints. Take better care of yourself in the future, okay? Doc. Don't dally. If you're here to be examined, let's get you examined. I need some supplies, Doctor. Let's see what I can spare. Care cares about you, all your medicinal needs. Don't bother, pal. I ain't seen nothing, hey. I ain't heard nothing. Hey, it's the new girl. Am I right? Yeah, I'm the new girl. Well, it's good to have you here. Name's Arturo Rodriguez. If you need protection, let's talk. I've got a few minutes to browse. Feel free to test the grips. No sense allowed at the surplus. Swatter, swatter, who needs a swatter?
Got too much. Broke up with my girl. Get it trimmed. Cap off. You won't regret it. Know who does that? A synth. Everyone who's anyone reads Public Occurrences. Hey, lady, that interview you did with Piper is really selling. Here's your free copy. Anything useful?
Heads up. Just... point me to it. Nice. Okay, I'm gonna do some building, and hopefully this will look a little bit nicer by the time I get back.